Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Python. Heute wollen wir was sehr, sehr Leichtes, sehr, sehr Kurzes machen, aber ich dachte mir, Mensch, ich zeige euch das einfach mal, weil ich bin da drauf gestoßen, fand das ziemlich nützlich, habe das auch gebraucht und ja, ich musste relativ, naja, nicht so lange suchen, aber ich finde, es ist trotzdem wert, mal erwähnt zu werden. Das Modul, was wir heute behandeln wollen, nennt sich Webbrowser. Das heißt, ich sollte vielleicht tippen lernen, das heißt es als erstes Import Webbrowser. Und was das ganze Ding macht, ist im Endeffekt, es öffnet für euch einen neuen Tab. Es ist super simpel, es ist auch super easy, aber das Modul macht im Prinzip alles für euch. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwas ewig machen. Was ihr braucht, ist einfach nur Webbrowser, Punkt. Und dann könnt ihr schon Open aufrufen. So, und dann könnt ihr sagen, was für eine Webseite ihr aufrufen wollt. Zum Beispiel eben https://the-morpheus.de. Fertig. Und das ist eigentlich auch wirklich schon alles. Ich werde euch natürlich noch gleich ein bisschen mehr zeigen. Wenn ich das jetzt ausführe, dann seht ihr erstmal nichts, weil mir das auf dem anderen Bildschirm aufgemacht wird. Sekunde. Jetzt haben wir es hier. So, und wenn wir jetzt die Seite auch noch groß machen, dann sehen wir es hier. Also die Seite wird einfach ganz normal aufgemacht. Und ja, alles funktioniert wie immer. Jetzt habt ihr sogar noch die Möglichkeit, dass ihr hier ein paar Kleinigkeiten angebt. Zum Beispiel könnt ihr entscheiden, ob ihr das Ganze als neues Fenster oder als neuen Tab haben wollt. Das heißt, ihr macht hier einfach ein Open New für ein neues Fenster. Wenn ich das ausführe, dann wird mir tatsächlich ein neues Fenster aufgemacht. Während ich kann auch sagen Open New Tab. Dann wird mir das Ganze als neuer Tab logischerweise aufgemacht. Ja, ziemlich nützlich. Und wenn ihr jetzt sogar noch einen ganz speziellen Webbrowser öffnen wollt, dann könnt ihr einfach hergehen und sagen webbrowser.get. So, und jetzt könnt ihr sagen, welchen Webbrowser ihr zum Beispiel haben wollt. Hier sind wir relativ limitiert auf die Browser, die wir wirklich benutzen können. Wenn ihr nichts angeben solltet, dann habt ihr natürlich immer den Standardbrowser in der Hand. Ansonsten könnt ihr solche Dinge machen wie Mozilla, ihr könnt Firefox eingeben, ihr könnt aber auch Netscape eingeben. Ich denke, das sind erstmal die berühmtesten natürlich. Chrome geht auch noch, Chromium, den ich normalerweise immer benutze, oder Chromium Browser, die beiden gibt es noch. Dann könnt ihr aber auch noch solche Dinge machen wie Opera, logischerweise. So, und ich glaube, dann haben wir tatsächlich alle. Lynx wäre dann auch noch dabei, vielleicht zum Erwählen. Mac OS X oder Windows-Default. Ich schreibe es kurz hin. Windows-Default öffnet den Standard-Windows-Browser. Dann natürlich Safari ist auch dabei. Aber ja, ich glaube, das ist so das, was man erstmal alles braucht. Und dann könnt ihr natürlich auch noch entscheiden, welchen Browser ihr haben wollt. Das war's schon wieder von meiner Seite. Ich weiß, sehr, sehr kurz, aber es ist auch wirklich easy. Ist natürlich sehr sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel eine Anwendung habt, die, wie zum Beispiel unser Battle of AI, was jetzt vor kurzem gestartet wurde. Da wollen wir das Ganze ja mit einem Server verknüpfen. Übrigens, die Videos dazu gibt's auf meinem Kanal, falls ihr mal reingucken wollt. Da wollen wir das Ganze natürlich mit einer Webseite verknüpfen. Sprich, wenn das Battle abgeschlossen ist mit jemand anders, dann wird das Ganze auf einer Webseite angezeigt und dann könnte man hier natürlich einfach den Browser öffnen mit einem neuen Tab mit genau diesem Battle. Und ja, dann kann man sich dort dann eben das genaue Match angucken und so kann man das natürlich dann öffnen. Wunderbar, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.